Herzlich willkommen auf Schloss Marienburg. Der Name erinnert an die Bauherrin, Königin Marie von Hannover. Ihr Ehemann, der blinde König Georg V., schenkte ihr das Schloss. Es sollte ein Rückzugsort für die Familie in den Sommermonaten sein. Aber nicht nur das. Es sollte durch das Bau- und Bildprogramm ein Denkmalschloss sein. Ein Denkmal für die Bedeutung und die Geschichte der Familie der Welfen. Das war dem Königspaar wichtig. Georg und Marie wollten zeigen, dass sie in derselben Liga spielten wie die anderen europäischen Königshäuser. Ich zeige es Ihnen. Kommen Sie mal mit. Der Bau der Marienburg war für die Welfen nicht nur ein reines Privatvergnügen. Erst 20 Jahre vor Baubeginn waren die Könige von Hannover zurück aus England in ihre deutsche Heimat gekehrt. 123 Jahre lang hatten sie nicht nur in Nordwestdeutschland, sondern über das gesamte britische Weltreich geherrscht. Bei ihrer Rückkehr 1837 fanden sie daher ihre Schlösser und Gärten in Hannover beinahe in dem Zustand vor, in dem sie sie 1714 zurückgelassen hatten. Daher brauchte man nun eine zeitgemäße, vorzeigbare Unterkunft für einen modernen Königshof und dessen Bedürfnisse. Ganz besonders wichtig war dem Bauherrn aber auch, dass man mit der Gestaltung des Schlosses zeigen konnte, dass die Welfen seit dem 11. Jahrhundert die führende Dynastie Nordwestdeutschlands waren. Seine Funktion als Denkmalschloss hat die Marienburg immer erfüllt, von der Bauzeit bis heute. Als Wohnschloss jedoch ist sie nur kurz genutzt worden. Nach dem Krieg 1866 wurde das Königreich Hannover von Preußen annektiert. Der König floh nach Österreich. Seine Frau, Königin Marie, blieb noch ein Jahr lang im Land, bis sie ihrem Mann ins Exil folgte. In dieser Zeit lebte sie hier auf der Marienburg. Das Schloss war ihr Privatbesitz und wurde daher von den Preußen nicht angetastet. 80 Jahre später müssen die Welfen wieder fliehen. Ihr damaliger Hauptsitz Blankenburg im Harz wird von der Roten Armee besetzt. Jetzt hilft die alte Verbindung zwischen Großbritannien und dem Haus Hannover. Britische Truppen bringen den Enkel der Königin Marie, Herzog Ernst August von Braunschweig, auf die Marienburg. Diese liegt in dem britischen Sektor. 30 Militärwaggons voller Kunstschätze begleiten ihn. Dadurch wird ein unglaublicher Reichtum an Kunstschätzen hier auf die Marienburg verbracht. Es ist das Inventar der Residenzschlösser des Königreichs Hannover und des Herzogtums Braunschweig. Seit 1866 bzw. 1918 sind diese Kunstschätze private Eigentum der Welfen. Bis 1956 lebte der Herzog von Braunschweig mit seiner Frau Victoria Luise von Preußen auf der Marienburg. Sie war die einzige Tochter Kaiser Wilhelms II. Diese Sammlung an Kunstschätzen ist ein einzigartiger Spiegel vieler Jahrhunderte niedersächsischer Landesgeschichte. Wir sind stolz darauf, dass wir gemeinsam mit dem Haus Hannover und hier mit dem Erbprinzen Ernst August von Hannover es gemeistert haben, eine gemeinsame Stiftung auf den Weg zu bringen, die Stiftung Marienburg. Die Stiftung Marienburg soll dazu beitragen, das kulturhistorisch sehr wertvolle Erbe der Marienburg, des Inventars, aber auch eben der gesamten Landesgeschichte der vormaligen Herzogtümer Braunschweig und des Königreichs Hannovers zu sichern und einem breiten Publikum darzustellen. Die Marienburg selber ist durch viele tausende Besucherinnen und Besucher schon immer im Bewusstsein der Menschen in Niedersachsen gewesen. Wir wollen dazu beitragen, dass durch die Stiftung, durch die Arbeit der Stiftung, durch das Museum und das durch viele andere Aktivitäten, die rund um die Marienburg stattfinden, dieser kulturhistorisch sehr wertvolle Bereich Niedersachsens einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich wird. Nutzen Sie die Möglichkeiten rund um die Marienburg. Nutzen Sie das Angebot des Museums. Nutzen Sie die Anlagen rund um die Marienburg. Und ja, betrachten Sie die Marienburg als Ihres. Es ist für die Bürgerinnen und Bürger von Niedersachsen ein wichtiges Zeugnis der Geschichte, eine wichtige Möglichkeit, Identität für die Niedersachsen zu gewinnen. Und es reflektiert eben die Geschichte des Herzogtums Braunschweig und des Königreichs Hannovers in einem Ort. Deswegen lade ich Sie herzlich ein, davon Gebrauch zu machen. Ich darf Ihnen heute das Projekt Marienburg 2030 vorstellen. Das Ziel des Projektes ist es, all diesen mobilen Bestand an Objekten zu erfassen, zu erforschen, zu restaurieren, zu deponieren
und so weit eben zu erforschen, dass es möglich ist, die historischen Räume hier im Schloss Marienburg möglichst richtig wieder einzurichten. Wir haben eine Menge historischer Informationen, zum Beispiel hier Originalfotos aus der Zeit der Bauphase, in denen man sieht, wie hier zum Beispiel dieser Raum, das ist der Salon des Königs, eingerichtet gewesen ist. Wir wissen aber nicht, ob diese Fotos wirklich authentisch sind, weil das waren Fotos, die man der Königin nach Österreich ins Exil geschickt hat, um ihr die Bautfortschritte in der Burg zu zeigen. Das Problem, was wir auch haben, es hat ja 2005, als das Schloss noch Privatbesitz des Hauses Hannover war, eine große Auktion gegeben, bei der ganz viel Mobilien verkauft worden ist. Das sind nicht alles Mobilien gewesen oder Objekte gewesen, die genuin hier auf die Marienburg gehört haben, als sozusagen Grundausstattung des Schlosses selber, sondern das war auch der gesamte Kunstbesitz oder Teile des Kunstbesitzes des Welfenhauses. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass enorm viele Originaleinrichtungsstücke der Marienburg erhalten geblieben sind. Die Chance ist sehr, sehr hoch, dass wir die meisten Räume möglichst umfassend wieder einrichten können. Wir befinden uns hier in einem Depotraum, der neu eingerichtet wurde im Schloss Marienburg. In diesem Depotraum werden ausschließlich Gemälde aufbewahrt. Neben den Gemälden befinden sich in dem Schloss natürlich noch ganz viele andere Objektgruppen, wie zum Beispiel historische Möbel, Kunsthandwerk oder auch Alltagsobjekte. Auch einige Kuriositäten aus den privaten Hinterlassenschaften der Welfen finden sich hier und wollen erforscht und erfasst werden. Vor etwas mehr als 900 Jahren ist meine Familie aus dem Süden in das heutige Niedersachsen gekommen. Seitdem ist die Geschichte unserer Familie untrennbar mit dem Land zwischen Harz und Meer verbunden. Das Schloss wurde von meiner Ur-Ur-Urgroßmutter Königin Marie und ihrem Mann König Georg V. nicht nur als Sommerresidenz, sondern auch als Denkmal welfischer Tradition und Geschichte konzipiert. Hinzu kommt das umfangreich auf der Marienburg bewahrte Sammlungsgut, das wiederum Zeugnis von mindestens 500 Jahren europäischer, deutscher und niedersächsischer Geschichte wiedergibt. Heute ist das Schloss fester Bestandteil des kulturellen Erbes des Landes Niedersachsen. Es ist mir auch mit Blick auf meine Familie ein Herzensanliegen, dieses außerordentliche Kulturgut dauerhaft für die Öffentlichkeit zu erhalten. Darauf zielt auch mein Engagement in der Stiftung Marienburg, in deren Händen das Schloss seit Anfang 2020 liegt. In den nächsten Jahrzehnten wird die Stiftung mit der Unterstützung des Landes Niedersachsen, der Bundesrepublik Deutschland, der Kulturstiftung der Länder, dem Landesmuseum Hannover, der HAWK und zahlreichen anderen Partnern die kulturhistorischen Schätze der Marienburg heben, erschließen und einer breiten Öffentlichkeit über die Landesgrenzen hinweg präsentieren. Meine Familie und ich bleiben dem Schloss Marienburg weiterhin eng verbunden. Deshalb freue ich mich als Vorsitzender des Stiftungsrates an dem großartigen Projekt zur Erhaltung und Erschließung dieses herausragenden Kulturdenkmals mitarbeiten zu können. Für die zukunftsweisende Lösung, die mit dem Land Niedersachsen erarbeitet wurde, bin ich sehr dankbar. Die nächsten Jahre werden spannend. Sie sind eingeladen, uns dabei zu begleiten.